Herr Ministerpräsident, Frau Oberbürgermeisterin, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Im Namen des Aufsichtsrates unseres Jubilars LORGI heiße ich Sie herzlich willkommen. Es ehrt uns, dass Sie heute den Weg zu uns gefunden haben, viele von Ihnen aus entfernten Ländern. Sie, die Repräsentanten aus Politik und Gesellschaft, und Sie, unsere Geschäftspartner und Freunde, machen diese Jubiläumsfeier erst zu einem wahren Fest für uns. Mit Ihrer Anwesenheit unterstreichen Sie die enge Verbundenheit zu LORGI und zu deren Mitarbeitern. Dafür danke ich Ihnen sehr. Ein herzlicher Willkommensgruß gilt auch Ihnen, den LORGIanern. Sie und Ihre Vorgänger haben über nunmehr 100 Jahre großes Engagement und Leistungsbereitschaft bewiesen. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir heute diesen Tag gemeinsam feiern dürfen. Meine Damen und Herren, unser Jubilar hat in aller Welt langjährige und zufriedene Partner. Darauf ist jedes Unternehmen angewiesen, erst recht ein global tätiges wie die LORGI. Viele von Ihnen sind heute hier. Damen und Herren aus zahlreichen europäischen Ländern und weit darüber hinaus. Sehen Sie mir bitte nach, wenn ich bei der Vielzahl unserer prominenten Gäste auf individuelle Begrüßungen verzichte. Sie alle sind uns gleichermaßen herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, nach den Grußworten des Ministerpräsidenten unseres Landes und der Oberbürgermeisterin unserer Stadt wird Sie Sir Peter Ustinov zu unserer großen Freude die Festrede halten. Zuvor aber wird der Vorstandsvorsitzende der LORGI, Herr Dr. Mattes, einen Streifzug durch 100 LORGI-Jahre machen. Schon jetzt sei ein Fazit erlaubt. Ein Jubilar, ein Unternehmen, das 100 Jahre nach seiner Gründung auf eines der wirtschaftlich erfolgreichsten Jahre seiner Geschichte zurückblicken kann, muss eine außerordentliche Leistung in dieser langen Zeit erbracht haben. Diese Leistung zu feiern, ist würdiger und angemessener Anlass. Dies gilt umso mehr, wenn man berücksichtigt, dass die hinter uns liegenden 100 Jahre zu den wohl turbulentesten Zeitabschnitten deutscher Geschichte zählen. 100 Jahre, das sind 4 grundsätzlich verschiedene Gesellschaftsordnungen in Deutschland. Vor 100 Jahren war die erste deutsche Einheit gerade 16 Jahre alt. Der Kaiser regierte in Deutschland. Bismarck lebte noch, wenn auch im Ruhestand. Die LORGI hat die Kaiserzeit, die Weimarer Zeit, die Zeit des Dritten Reiches, die Teilung Deutschlands und seine Wiedervereinigung nicht nur überlebt, sondern die LORGI ist in dieser Zeit größer, bedeutender, internationaler geworden. 2 Weltkriege, 2 Inflationen haben die LORGIaner bewältigt. Das heißt auch furchtbarsten Niedergang von Hoffnungen und Handlungsbereitschaft der Menschen. Und dennoch ist die LORGI 100 Jahre alt geworden, weil deren Mitarbeiter stets ihre Pflicht getan haben, oft auch viel mehr als das. Um auch die nächsten Jahrzehnte erfolgreich zu bestehen, müssen wir aus der Vergangenheit lernen. Zeit heißt Veränderung. Doch die Bereitschaft zur Veränderung ist heute in weiten Teilen unserer Gesellschaft zu gering. Sie muss größer werden. Dies gilt für das Leben innerhalb wie auch außerhalb eines Unternehmens. Tradierte Wertvorstellungen eines Konzerns verlieren nun einmal mitunter ihren Sinn als Messlatte für unternehmerisches Handeln. Wer nicht, um mit Schumpeter zu sprechen, zur kreativen Zerstörung des Vorhandenen bereit ist, lebt möglicherweise bequem, wird aber von dem Unbequemeren überholt. Wo stünde die LORGI heute, wenn sie nicht immer die Bereitschaft zur Veränderung bewiesen hätte? Ihr Beispiel sollte uns ermutigen, notwendige Veränderungsprozesse nicht nur frühzeitig zu erkennen, sondern sie vor allem in Gang zu setzen. Meine Damen und Herren, zwischen der von Wilhelm Merton initiierten Gründung der Metallurgischen Gesellschaft vor 100 Jahren und unserer heutigen Feier liegen nicht nur 36.500 Tage. Dazwischen liegt auch die Entwicklung vom Reißbrett zum 3D-Design.
Dazwischen liegt die Entwicklung von der Dampfkraft zur Kernkraft. Dazwischen liegt die Entwicklung vom Treibriemen zur Computersteuerung. So wahr es ist, dass die Zeiten sich wandeln, so menschlich und verständlich ist die Furcht vor unbekannter Zukunft und der Wunsch, das Gegenwärtige zu bewahren. Der italienische Dichter Tomasi di Lampedusa schreibt in seinem berühmten Buch Der Leopard, ich zitiere: Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass sich alles verändert. Zitat Ende. Denn Stillstand ist nun einmal, wie uns die Erfahrung lehrt, Rückschritt. Diese Erkenntnis gilt sicherlich nicht nur für das unternehmerische Wirken. Stillstand hat die Logi in keiner ihrer 10 Jahrzehnte kennengelernt. Vielmehr ist unser heutiger Jubilar ein vortreffliches Beispiel für die Fähigkeit, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Und das mit Erfolg. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie den Start in das zweite Logi-Jahrhundert in diesem festlichen Rahmen mit uns begehen. Und Ihnen, Sir Peter Ustinov, danke ich für Ihre Bereitschaft, unsere Feier einen besonderen Glanzpunkt zu verleihen. Wir alle kennen Sie als polyglotten Dramatiker, Romancier, Schauspieler, Regisseur und UNICEF-Botschafter. Als Festredner bei einem Unternehmensjubiläum sind Sie uns eine unbekannte Größe. Warum aber sollte es die Logi an ihrem 100. Geburtstag auch anders handhaben als in all den Jahren zuvor? Nämlich immer für eine Überraschung gut und für Innovationen aufgeschlossen zu sein. Sir Peter, wir freuen uns auf Sie. Herr Ministerpräsident, Frau Oberbürgermeisterin, hochverehrte Festversammlung. Ein Bürger von Dresden wird von einem Freund besucht, der vom Lande kommt. Um diesem ein Vergnügen zu bieten, bucht der Gastgeber 2 Parkettplätze im Theater. Während der Vorstellung beobachtet er, wie sein Freund stets sehr weit nach vorne gebeugt die Vorstellung verfolgt und selbst in kürzeren Pausen verändert er seine unbequeme Haltung nicht. Um diese offensichtliche Andacht nicht zu unterbrechen, schweigt der Gastgeber bis weit über die Hälfte der Vorstellung hinaus. Er sieht sich aber dann doch veranlasst, seinen Besuch zu einer bequemeren Haltung zu motivieren. So flüstert er ihm zu, dass der Platz zwar 2 Mark koste, es dafür aber auch schöne Plätze seien, von denen man alles bequem verfolgen könne, ohne sich beispielsweise nach vorn beugen zu müssen. Darauf erwidert ihm sein Gast, dass der Platz zwar ganz schön sei, ein solches Theater aber für 2 Mark doch wohl bessere Sitze schaffen könne. Wenige Sekunden später stellt sich heraus, dass der Besucher es unterlassen hatte, seinen Sitz herunterzuklappen und auf der hinteren hochstehende Leiste kauerte. Dem Gastgeber war diese Stellung durch den langen Rock, den sein Freund trug, verdeckt geblieben. Meine Damen und Herren, warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Zum einen, weil Ihr heutiger Gastgeber den großen Wunsch hat, dass sich seine Gäste bei ihm wohlfühlen und diesen Festakt bequem und entspannt verfolgen. Zum anderen, weil diese Geschichte aus dem Dresdner Theater nachzulesen ist in den Mecklenburger Nachrichten vom 5. Februar 1897, jenem Tag also, auf den die Gründung der heutigen Logi zurückzuführen ist. An diesem Tag wird von der Metallgesellschaft die Metallurgische Gesellschaft gegründet. Nicht allein die Gründung dieses Unternehmens sollte für die heutige Logi bedeutungsvoll werden, sondern rein äußerlich auch ihr Name. So wurden die mittleren Buchstaben Metallurgische Gesellschaft zur Telegrammadresse des neuen Unternehmens. Das Wort Logi ging in alle Lande hinaus und entwickelte sich zu einem Synonym für hochwertige technische Leistungen. Meine Damen und Herren, war der Name eher zufällig, so war das unternehmerische Konzept eindeutig.
Bis Mitte der 90er Jahre war die Entwicklung der 1881 von Wilhelm Merton gegründeten Metallgesellschaft primär durch eine Ausweitung des ursprünglichen Metallhandelsgeschäftes gekennzeichnet. Merton erkannte doch frühzeitig die Probleme einer einseitigen Ausrichtung. So schrieb er in einem Memorandum, ich zitiere, ich war davon durchdrungen, dass sich unser eigentliches Metallhandelsgeschäft auf die Dauer nicht genügend rentieren würde, umso weniger, als überall das Bestreben der Produzenten darauf gerichtet war, mit den Konsumenten in direkte Beziehung zu treten, wie dies auch tatsächlich zwischen den amerikanischen Produzenten und den europäischen Konsumenten eingetreten ist. Hingegen versprach ich mir viel auch für unseren Handel von der konsequenten sachverständigen Aufnahme industrieller Geschäfte. Zitat Ende. Die Metallurgische Gesellschaft war konzipiert als zentrales industrielles Produktionsunternehmen der Metallgesellschaft. Merton begründete die Teilung des Konzerns in zwei Bereiche in einer Denkschrift vom 25. November 1896 wie folgt. Für die Scheidung des industriellen vom kaufmännischen Teil spricht auch der Umstand, dass es bei der nach beiden Richtungen zunehmenden Ausdehnung der Geschäfte von Jahr zu Jahr schwieriger wird, das Ganze zu überwachen und zu leiten. Die Überleitung des industriellen Teils auf eine selbstständige Gesellschaft wird aber auch nicht allein eine zweckmäßige Arbeitsteilung, sondern wahrscheinlich auch eine höhere Effizienz zur Folge haben. Denn es gehört zu den größten Seltenheiten, Leute zu finden, welche große Unternehmungen, die zugleich kaufmännisch und industriell sind, überschauen und führen zu können. Und es ist ungleich leichter, Kräfte für ein spezielles Fach und eine engere Tätigkeit heranzubilden. Ende des Zitats. Erkenntnisse eines weisen Unternehmers, die von seinen Erben übrigens nicht immer beherzigt wurden, mit entsprechend negativen Konsequenzen. Wilhelm Merton widmete in den ersten Jahren seine ganze Aufmerksamkeit der neuen Gesellschaft, deren Aufsichtsratsvorsitz er auch übernahm. Mit ihm in diesem Gremium saßen übrigens so prominente Persönlichkeiten wie der Generaldirektor der AEG, Emil Rathenau, und der spätere Chef der Höchster Farbwerke, Dr. Gustav von Brüning. Meine Damen und Herren, die Zielvorgaben, die die Metallurgische Gesellschaft vor 100 Jahren von ihren Vätern mit auf den Weg gegeben wurden, bestimmen auch heute noch die Handlungsweise der Lurgi. Betreuung der stark wachsenden technischen Interessen, Wahrnehmung anwendungstechnischer Aufgaben und wirtschaftliche Verwertung technologischen Wissens durch Eigen- und Weiterentwicklung. Damit wurden bereits damals Aufgaben in Angriff genommen, die sich heute in Begriffen wie Engineering, Know-how, Innovation und Technologietransfer widerspiegeln. Die Metallurgische Gesellschaft wurde schnell zum weltweiten Sammelbecken des Nicht-Eisenmetall-Know-how, machte als Verfahrensverwerter und Verfahrensentwickler von sich reden und wandte sich schon bald neuen Gebieten zu. Zunächst wurden bis 1920 Arbeitsgebiete aus der Dampf-, Adsorptions-, Brennstoff- und Wärmetechnik aufgenommen. Dann galt es, die Diversifikation in weiten Bereichen der Technik sowie die Weiterentwicklung der inzwischen zahlreichen Verfahren konsequent voranzutreiben. Deshalb, aber auch zur Begrenzung der unternehmerischen Risiken, wurden in den 20er Jahren die vielfältigen Aufgaben auf verfahrensbezogene Tochtergesellschaften aufgeteilt und übertragen. Zu der technischen Kreativität paarte sich also organisatorische Weit- und kaufmännische Vorsicht. Die Gesellschaften firmierten nunmehr jeweils unter dem früheren Telegrammkürzel LURGI. Diese Verselbstständigung des Verfahrensgeschäftes fand 1923 ihren sichtbaren Ausdruck im Bau des LURGI-Hauses im Herzen Frankfurts, das bis 1987 Sitz der LURGI-Gesellschaften blieb. Begleitend dazu mussten die neu entwickelten Ergebnisse aber technologisch abgesichert werden. Deshalb
Und um neue Impulse für die Weiterentwicklung der Arbeitsgebiete zu geben, wurden 1936 die eigenen Forschungslaboratorien gegründet und errichtet. Lurgi investierte stark in Forschung und Entwicklung und verfügte rasch über die größte Anzahl von Versuchs- und Pilotanlagen eines Ingenieur- und Anlagenbauunternehmens überhaupt. Dies und die Kreativität der Lurgi-Ingenieure war die Basis für den Ausbau der Verfahren und Technologien zu der gesamten Palette des heutigen Lurgi-Anlagenbaus mit ca. 200 Verfahren. So blieb es nicht aus, dass in den vergangenen Jahrzehnten der weiße Lurgi-Schriftzug, damals noch auf schwarzem Grund, das sogenannte Lurgi-Brikett, an unzähligen Anlagen weltweit befestigt werden konnte. An Phosphorsäurenanlagen in Ägypten, an Zinkhütten in Thailand, Methanolanlagen in USA, Faseranlagen in China und natürlich an den Anlagen unserer inländischen Kunden. Für den weiteren Ausbau der Produktpalette zu einem international anerkannten Anlagenbauer war eine besondere Eigenschaft ausschlaggebend, der Pioniergeist der Lurgi-Mitarbeiter. Anlagen wurden in den Dürregebieten von Ägypten und Australien ebenso gebaut wie in den Wüsten Perus, den Dschungeln in Nigeria oder Indonesien. Trotz schwierigster Bedingungen, ob Erdbebengebiet, sumpfiger oder felsiger Untergrund, immer konnten erfolgreiche Lösungen für unsere Kunden gefunden werden. Meine Damen und Herren, eine weitere Eigenschaft kam der Lurgi für den Ausbau ihrer Aktivitäten zur Hilfe: die Fähigkeit zur schnellen Reaktion auf gesellschaftliche und politische Veränderungen. Zwei Beispiele aus einem Jahrzehnt machen dies deutlich. In den 70er Jahren verstärkte sich vor allem in der Bundesrepublik das Engagement für den Umweltschutz. Eine verschärfte Gesetzgebung führte zu einer verstärkten Nachfrage nach geeigneten Prozessen und Verfahren. Lurgi reagierte darauf mit der Entwicklung neuer und mit der Weiterentwicklung bereits vorhandener Verfahren und gründete die Gesellschaft Lurgi Umwelt und Chemotechnik. Später Energie- und Umwelttechnik. Die Folge: heute verfügt Lurgi fast über die gesamte Palette der in der Umwelttechnik einsetzbaren Verfahren und Verfahrenskombinationen, von der Abwassertechnik bis zur Behandlung hochgiftiger Sonderabfälle. Ein zweites Beispiel sind die Ölkrisen in den 70er Jahren aufgrund des rasanten Anstiegs der damaligen Rohölpreise. Viele von Ihnen werden sich noch an die Fahrverbote von Kraftfahrzeugen an Sonntagen erinnern können. Die Krise löste ein wahres Kohlefieber auf der Suche nach der Substitution für Erdöl aus und führte zu einem Boom in der Nachfrage für Verfahren zur Kohleveredelung und Kohlevergasung. Dass Lurgi dabei als Anbieter in vorderster Reihe stand, verdankte sie ihrer jahrzehntelangen Erfahrung mit dieser Technik, die in kürzester Zeit auf den neuesten Stand aktualisiert und für die neuen Bedürfnisse vor allem in den USA angepasst wurde. Meine Damen und Herren, wenn die Lurgi auch stets ihren Sitz in Frankfurt hatte, so war schon recht bald der Rahmen, den der Inlandsmarkt zog, für ein rasch wachsendes Anlagenbauunternehmen zu eng. Lurgi war daher von Beginn an auf den Export ihrer Leistungen angewiesen. Bereits 1956 entfiel die Hälfte des Umsatzes der Lurgi-Gesellschaften auf Tätigkeiten im Ausland. Die Lurgi-Ingenieure und Kaufleute, damals im Ausland in der Regel an ihrem Englisch mit gepflegtem Frankfurter Idiom identifizierbar, hatten auch daran entscheidenden Anteil. Der Auslandsanteil stieg später noch an und erreichte in einigen Jahren Spitzenwerte von fast 90%. Diese Entwicklung machte den Ausbau einer eigenen Auslandsorganisation erforderlich. Nur so war es möglich, die für den Anlagenbau relevanten Entwicklungen zu erkennen und den Wünschen der Kunden nach der für sie geeignetsten Form der Auftragsabwicklung in ihrem Land zu entsprechen. So kam es ab 1957 zu einem wahren Gründungsboom von Lurgi-Auslandsgesellschaften. Der Startschuss erfolgte in Japan, gefolgt von Frankreich. Seit dieser Zeit haben wir unsere Aktivitäten
vor Ort ständig ausgebaut, nachhaltig forciert. Im Zuge der Globalisierung des Anlagenbaugeschäftes bieten wir nun verstärkt unsere Leistungen direkt auf den lokalen und regionalen Märkten an, sei es in Indonesien, sei es in Südafrika, in Indien oder in Russland. Dass uns nur diese Verlagerung von Aktivitäten in andere Länder die Auslandsaufträge sichert, auf die wir auch für die Beschäftigung an unseren deutschen Standorten angewiesen sind, sei hier nur am Rande vermerkt. 1991 tat Logi dann einen entscheidenden Schritt zum Ausbau ihrer Faseraktivitäten, den Erwerb der Zimmer AG. Gerade die jüngst veröffentlichten Ergebniszahlen bestätigen erneut eindrucksvoll, welcher Erfolg dieser Akquisition war. Seit dem 01.10.1996 ist nun auch die ursprüngliche Anlagenbauschwester im Konzern der Metallgesellschaft unter das Dach der Logi als jüngste operative Gesellschaft gekommen, die Lentjes AG mit dem Kraftwerks- und Kesselanlagenbau. Meine Damen und Herren, 100 Jahre nach Gründung der metallurgischen Gesellschaft zählt die Logi mit ihren 5 operativen Gesellschaften zu den technologisch führenden, weltweit tätigen Unternehmensgruppen des Anlagenbaus. Die Arbeitsschwerpunkte reichen von der Metallurgie bis zu den Polymeren und den Synthesefasern. Organisation und Arbeitsmethodik der Logi erlauben es ihr, jedes Projekt individuell und flexibel zu realisieren und zu kontrollieren. Ist damit die Welt für die Logi als Anlagenbauer in Ordnung? Es gab natürlich in der Entwicklung der Logi neben den Höhen auch Tiefen. Die Entwicklung bis heute verlief nicht immer geradlinig. Die Logi und ihre Mitarbeiter hatten im Laufe ihrer Geschichte auch sehr schwierige Zeiten durchzustehen. Sie haben sie immer erfolgreich gemeistert. Herr Dr. Neukirchen hat bereits darauf hingewiesen. In den vergangenen Tagen ist Logi als ein Unternehmen mit Frankfurter Tradition wiederholt gewürdigt worden. Der jüngste Jahresabschluss fand ein positives Echo. Aber es gibt auch die Kehrseite. In Frankfurt müssen Arbeitsplätze abgebaut werden. Meine Damen und Herren, wir haben intern und extern die Gründe dargelegt, warum diese Maßnahmen erfolgen müssen. Wir haben Verständnis für die Reaktionen vor allem der Betroffenen. Wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten alle Anstrengungen unternehmen, die sozialverträglichsten Lösungen zu finden. Ich bin mir bewusst, dass diese Maßnahmen auch Bitternis in den Kelch dieses Jubiläumstages träufeln, aber auch dies gehört zur Unternehmenswirklichkeit. Wir bewegen uns, wie jedes Unternehmen, in der Komplexität des wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Umfeldes. Der Wettbewerb steht nicht still. Es trifft zu, dass die Globalität unserer Aktivitäten ihre eigenen Gesetze hat. So können sich politische Veränderungen in einem Land über Nacht auf laufende Geschäftsbeziehungen auswirken und den Stopp großer Projekte zur Folge haben. Die Abhängigkeit vom Weltmarkt birgt weitere Risiken. Unser heutiges Geburtstagskind bewegt sich in einem hochpolitischen Umfeld, in dem es sich Tag für Tag neu zu bewähren gilt. Wenn ein Unternehmen dies ein Jahrhundert lang geschafft hat, so kennt es die Chancen, Risiken und die Tücken seiner Märkte. Dass dies so ist, ist in erster Linie das Verdienst von Menschen. Es ist das Ergebnis der Arbeit über Generationen. Heute ernten wir die Früchte der Leistungen von gestern. Deshalb gilt an dieser Stelle mein Dank all diejenigen, die für dieses Unternehmen Beachtliches geleistet haben oder noch leisten. Sie, meine Damen und Herren Pensionäre und aktive Mitarbeiter, die Sie heute stellvertretend für viele tausend Logianer an diesem Festakt teilnehmen, repräsentieren eine leistungsfähige Belegschaft, der unser Unternehmen Entscheidendes verdankt. Meine Damen und Herren, die Feier eines 100-jährigen Jubiläums ist nicht allein die Stunde der nach rückwärts gerichteten Betrachtung. Das Besinnen auf das Erreichte und das Nachdenken über den Weg in die Zukunft gehören zusammen. Auch die Geschichte der Logi handelt von dem immerwährenden Zwang, dem Alten
das Neue abzuringen. Was haben wir uns vorgenommen? Wir wollen auch weiterhin ständig bemüht sein um den technischen Fortschritt. Wir wollen frühzeitig aufspüren, wo vordringliche Aufgaben der Industrien zum Wohle aller zu lösen sind. Nur unsere Fähigkeit, immer wieder verbesserte und neue Verfahren zur Verfügung zu stellen und sie bei der Planung und beim Bau der Anlagen zu verwerten, kann auf Dauer unseren Erfolg sichern. Meine Damen und Herren, dabei sind wir auch auf Sie angewiesen, auf unsere Kunden, unsere Geschäftspartner, unseren Aktionär. Was wären wir ohne Ihre Treue und Ihr Vertrauen? Im Namen aller Logi-Mitarbeiter bitte ich Sie heute um Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis auf unserem Weg in die Zukunft. Otto von Bismarck hat einmal gesagt, Zitat, der Mensch kann den Strom der Zeit nicht schaffen und nicht lenken. Er kann nur darauf hinfahren und steuern mit mehr oder weniger Erfahrung und Geschick. Zitat Ende. An Erfahrung sollte es zu Beginn des zweiten Logi-Jahrhunderts nicht fehlen. Wünschen Sie und wir uns das nötige Geschick. Vielen Dank. Frau Oberbürgermeisterin, Herr Dr. Neukirchen, Dr. Mattes, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich gratuliere Ihnen im Namen der Landesregierung sehr herzlich zum 100-jährigen Bestehen der Logi hier in Frankfurt. Und ich sage trotz aller gegenwärtigen auch Diskussionen und kritischen Diskussionen, die Sie haben, auf die Herr Dr. Mattes ja auch hingewiesen hat, ich finde es richtig, dass Sie das 100-jährige Jubiläum feiern. Denn das ist eine Leistung, die viele, viele Generationen von Menschen hier in Frankfurt und von Frankfurt aus erbracht haben. Und die Logi ist eines unserer ganz großen, weltweit renommierten, weltweit tätigen Unternehmen. Und das ist eine Feier wert. Ich habe herzlich zu danken für den großen Beitrag, den Sie zur Wirtschaftskraft unseres Landes und zum Ansehen dieses Landes in der Welt geleistet haben. Hessen ist, und das ist eben auch Ihr Verdienst, das wirtschaftsstärkste Land unter den Flächenländern in Deutschland und dies mit wachsendem Abstand. Und ich sage mit einigem Stolz und Selbstbewusstsein auch wachsendem Abstand gegenüber dem Zweit- und Drittplatzierten, das wird ganz gelegentlich übersehen, das sind Baden-Württemberg und Bayern. Sie, ja, man muss es immer mal wieder sagen, meine Damen und Herren, als Hesse sowieso. Das unterscheidet uns ein wenig. Die Bayern sind immer ein bisschen lauter, dafür sind wir ein bisschen erfolgreicher, vielleicht sollten wir das gelegentlich auch sagen. Nun, meine Damen und Herren, die Logi, wie kaum ein anderes Unternehmen, zeigt auch, dass Frankfurt, das Rhein-Main-Gebiet insbesondere, die internationalste Region Deutschlands ist. Weltweite Verflechtungen von hier aus, die Logi und viele andere Unternehmen. Und deswegen verstehe ich sehr gut auch die Probleme, die Sie haben. Denn die Logi ist inzwischen ein Unternehmen in der ganzen Welt. Wenn ich nur eine herzliche Bitte habe, dann ist das die, auch im Blick auf die Zukunft. Ich wünsche der Logi großen Erfolg. Ich wünsche ihr zufriedene Kunden in der ganzen Welt. Ich wünsche ihr dabei, dass sie deutsche Hochtechnologie in der ganzen Welt repräsentiert und sie wird auch aus allen anderen Ländern deren Wissen mit aufnehmen. Ich wünsche der Logi viele, viele zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in aller Welt, aber natürlich auch hier, insbesondere am Firmensitz in Frankfurt.
Das werden Sie mir als hessischem Ministerpräsidenten doch sicherlich nicht nur nachsehen, sondern auch von mir erwarten. Und ich wünsche der LOGI zufriedene Aktionäre, alles drei. Denn alles drei, meine sehr verehrten Damen und Herren, davon bin ich fest überzeugt, gehört so zusammen. Es braucht Unternehmen, die gute Gewinne machen, aber es braucht Unternehmen, die zufriedene, motivierte, hoch engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die das Beste auf den Märkten der Welt leisten. Nur so werden wir auch in der Zukunft Erfolg haben. Ich sage das mit einer kleinen Bemerkung, und die kann ich in diesen Tagen, die kann kein Politiker ganz unterdrücken, darf sie auch nicht unterdrücken, vor dem Hintergrund einerseits so vieler, auch so erfolgreicher weltweit tätiger Unternehmen mit ihrem Sitz in Deutschland und hier im Rhein-Main-Gebiet, aber auch vor dem Hintergrund der dramatisch wachsenden Arbeitslosigkeit. Die Zahl, die wir morgen offiziell aus Nürnberg hören werden, wird höher sein als alles, was selbst die Pessimisten erwartet haben. Deswegen, meine Damen und Herren, mit Innovation einerseits und Qualität, mit, das sage ich für die Landesregierung und unsere Prioritäten sind eindeutig, Senkung der Lohnnebenkosten und zur Stabilisierung der Binnenkonjunktur, auch einer Steuerpolitik, die der großen Mehrheit der Bevölkerung auch Kaufkraft gibt, glaube ich, könnten wir zusammen einen Dreiklang finden, der hilft, aus dieser Situation herauszukommen. Auch die Landesregierung muss im Landesdienst Stellen abbauen, muss Personalkosten sparen. Dennoch haben wir am Ende des vergangenen Jahres mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesdienst gehabt als ein Jahr zuvor, weil wir die vielfältigsten Formen von Teilzeitarbeit angeboten haben, was wir künftig auch im Beamtenbereich von Anfang an werden tun können. Da bin ich froh über die neue Änderung der gesetzlichen Grundlagen. Meine Damen und Herren, florierende Wirtschaft, aber auch ein Arbeitsmarkt, bei dem die Menschen eine Chance haben. Ich glaube, für die Zukunft dieses Landes, für die soziale Stabilität und für die demokratische Stabilität ist das von außerordentlicher Bedeutung. Und deswegen ist mein Appell an Sie, alles zu tun, um diesen Gleichklang, wo immer es geht, herzustellen. Wirtschaftlicher Erfolg, Erfolg für viele Menschen und ihre Beschäftigung, Erfolg für die Kunden, Erfolg für die Aktionäre, dies alles zu einem Gesamten zusammenzubinden. In diesem Sinne herzlichen Dank für 100 Jahre sehr erfolgreicher Arbeit der LOGI und alles Gute für das zweite Jahrhundert. Herr Ministerpräsident, dear Sir Peter, Herr Dr. Neukirchen, Herr Dr. Mattis, meine sehr verehrten Festgäste, ein 100-jähriges Jubiläum an sich ist schon kein alltägliches Ereignis. Bei dem heutigen Jubilar, den wir würdigen, den wir feiern, dem wir gratulieren, kann man zu Recht von einem ganz besonderen Ereignis sprechen. Und den hohen Rang des heutigen Tages spiegelt die große Anzahl der Gäste und die zahlreichen prominenten Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Öffentlichkeit und Politik. Und deshalb ist es für die Oberbürgermeisterin dieser Stadt Frankfurt am Main eine große Freude, Gast ihres Geburtstages zu sein und die herzlichen Grüße und die allerbesten Wünsche des Magistrats und der Bürgerschaft unserer Stadt Ihnen zu überbringen. Und Ihr außergewöhnliches Jubiläum ist Anlass, Dank und Anerkennung Ihrer Heimatstadt zu übermitteln. Sie haben mit der LOGI den Namen der Stadt Frankfurt in alle wichtigen Teile der Welt getragen und Sie haben mit der Qualität Ihres Unternehmens hohen Respekt und Anerkennung erworben. Ich danke Ihnen auch für Ihre 100-jährige Treue zu unserer Stadt Frankfurt am Main und Ihr Bekenntnis, was auch eben von Herrn Dr. Mattis und Herrn Dr. Neukirchen formuliert wurde, zum Standort Frankfurt am Main. Auf Ihrer letztwöchigen Bilanzpressekonferenz, meine Herren, darf ich jetzt hier sagen, konnten Sie feststellen, dass LOGI im Geschäftsjahr 1995-96 Umsatz und Ergebnis erneut gesteigert hat, dass alle Geschäftsbereiche schwarze Zahlen schreiben, dass
eine Neuordnung mit zahlreichen Vorteilen vorgenommen wurde bzw. wird und dass die Internationalisierung weiter verstärkt wird. Allerdings, sage ich, wurden auch Maßnahmen angekündigt, die den Verlust von ungefähr 400 Arbeitsplätzen in Ihrem Frankfurter Unternehmen bedeuten. Leider, und ich sage das sehr ernst und mit großer Nachdenklichkeit, ist dies in der industriellen Szene unseres Landes, aber auch in unserer Stadt, kein singuläres Ereignis. Die angesprochene Entwicklung, die für die Betroffenen einen schmerzlichen Einschnitt in ihre Lebensplanung bedeutet, ist eine Folge der Globalisierung und des damit verbundenen weltweiten Wettbewerbs. Herausforderungen, denke ich, der sich auch LOGI stellen muss. Ihr Unternehmen hat seit seiner Gründung in unserer Stadt soziale Verantwortung getragen, zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen und vielen Menschen über Generationen hinweg Einkommen und Arbeit gegeben. Wenn also jetzt 400 Arbeitsplätze wegfallen werden und dies in einem Segment von Ingenieuren und Technikern, stellt sich auch für die Stadt Frankfurt die Frage nach den Folgen. Wie wird sich die Berufsausbildung gestalten? Sind Arbeitsplätze für Ingenieure und Techniker für technische Berufe hier am Standort Frankfurt noch zukunftsfähig? Welche Zukunft haben die Fachhochschulen? Wie entwickelt sich das Lehrlingsausbildungsangebot? Hat das alles auch Auswirkungen auf das Unternehmen Stadt? Ich denke, Unternehmen sind heute mehr und damit auch die Stadt Frankfurt denn je aufgerufen, diesen Fragen nach sozialer Verantwortung auch im strukturellen Wandel nachzugehen und ihr gerecht zu werden. Und deshalb begrüßt es die Stadt Frankfurt in diesem Zusammenhang, dass LOGI den Versuch unternimmt, mit etwa 50 Mitarbeitern eine Art Auffanggesellschaft zu gründen, die für eine mittelfristige Laufzeit Aufträge von LOGI erhalten sollen, jedoch auch wie ein eigenständiges Unternehmen Aufträge akquirieren soll. Unsererseits, städtischerseits, wäre also darüber nachzudenken, inwieweit wir eine wohlverstandene Partnerschaft mit diesen neu zu gründenden Unternehmen eingehen können. Diese Partnerschaft sollte auch konkrete Hilfestellungen beinhalten, die jedoch, und das sage ich ganz deutlich, die jedoch keine Subventionsgewährung einschließen kann. Angesichts dieser Aufgabenstellung ist es für die Stadt wichtig, auch hier neue Wege zu gehen. Wir bieten Ihnen dazu Gespräche. Und für Anregungen sind wir, Herr Dr. Mattes, Herr Dr. Neukirchen, offen. Meine Damen und Herren, über die Entwicklung der Industrie hat erst kürzlich eine Unternehmensbefragung des Deutschen Industrie- und Handelstages unter dem Titel Produktionsverlagerungen als Elemente der Auslandsinvestitionen konkrete Aussagen getroffen. Und es läuft alles auf die sattsam bekannte Diskussion des Standortes Deutschland zu. Ich darf aber auch sagen, dass zumindest ein wesentlicher Punkt, zu hohe Steuer- und Abgabenbelastungen hierzulande, seit der in den letzten Tagen bekannt gewordenen Steuerreform wesentlich positiver zu betrachten ist und damit ein wesentlicher Negativpunkt entfallen wird. Diese Entscheidung muss aber auch die kommunale Politik anspornen, über die Höhe der Gewerbeertragssteuer und weitere kommunalen Abgaben nachzudenken. Und ich spreche auch das Land Hessen, Herr Ministerpräsident. Sie sprachen eben von der Spitzenposition des Landes Hessens. Ich spreche auch in diesem Punkt das Land Hessen an. Man sollte insbesondere über die Abgaben auf Landesebene, sowohl dem Grunde und auch der Höhe nach und deren kommunalfreundliche Verwendung überdenken. Doch heute Morgen anlässlich Ihres Geburtstages, denke ich, ist es für Sie auch von Interesse zu wissen, was tut die Stadt Frankfurt am Main. Frankfurt als Kommune kann in diesem Wettbewerb der globalen Märkte keinen großen Einfluss ausüben. Frankfurt hat jedoch Spielräume hinsichtlich der örtlichen Standortqualitäten. Unsere Stadt
verfügt über Stärken, die eine gute Ausgangsposition der hier ansässigen Unternehmen beinhalten. Erstens, die zentrale Lage in Deutschland wie in Europa mit ihrer herausragenden verkehrlichen Infrastruktur. Zweitens, die Region an sich ist ein außerordentlich interessanter Markt. Drittens, Frankfurt weist eine hochdifferenzierte Wirtschaftsstruktur auf, die den einzelnen Unternehmen ein ideales geschäftliches Umfeld bietet. Viertens, die Stadt hält bereits heute eine auch im internationalen Vergleich sehr gute Telekommunikationsstruktur vor. Fünftens, ein weiteres Plus ist die ausgeprägte Internationalität der Strukturen, wie auch die mentale Ausrichtung der Entscheidungsträger in unserer Stadt. Und es ist mein vordringliches Ziel, mit der Frankfurter Wirtschaftspolitik die ortsansässige Industrie zu stabilisieren, damit die Vielfalt der Wirtschaftsstruktur erhalten werden kann. Nicht die Sozialpläne der Unternehmen vereiteln Arbeitslosigkeit, meine Herren, sondern eine prosperierende, eine kreative Unternehmenspolitik. Und Vielfalt ist auch ein Garant für eine robuste Wirtschaftsentwicklung unserer Stadt. Und die wollen wir, weil sie uns Menschen dient und weil dies Arbeitslosigkeit abbaut. Mit dem industriepolitischen Leitbild wurden in Frankfurt Handlungsfelder definiert, mit denen nicht nur die Stadt, sondern auch andere wirtschaftspolitische Akteure einen Beitrag zur Stabilisierung des gewerblichen Bereichs leisten wollen. Der Magistrat der Stadt Frankfurt treibt die Flächenplanung zügig voran. Die Verbesserung des Behördenservices ist in vollem Gang, vor allem die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Um dies noch deutlicher zu sagen, die Stadt will sicherstellen, dass Baugenehmigungsverfahren, Planungsverfahren sowie andere Genehmigungsverfahren, die für die Industrie wichtig sind, in einen Zeitrahmen abgewickelt werden, der eine weitere deutliche Verkürzung gegenüber den früheren Zeiten darstellt. Und in dem Punkt können wir Baden-Württemberg und Bayern, Herr Ministerpräsident, noch einiges zulegen. Folgt man also dem Rezept Stärken ausbauen, Schwächen abbauen, dann ist die standortpolitische Agenda für unsere Stadt klar. Die Infrastruktur muss weiterentwickelt werden. Es gilt, die Position Frankfurts im europäischen Fernwegenetz zu sichern. Ein ganz wichtiges Symbol dafür ist die schon beschlossene und zum Teil in Bau befindliche Geschwindigkeitstrasse Köln-Frankfurt. Aber es muss auch darauf Obacht gegeben werden, dass bei der zukünftigen Ost-West-Erschließung Europas mit Hochgeschwindigkeitsbahnen Frankfurt eine wesentliche Rolle spielt. Entwicklungsmöglichkeiten in Frankfurt für Industrie und Dienstleistungen schaffen, das heißt Standorte vorhalten, und ich denke hier an Bebauungsplan für das Bankenviertel, weitere Büroplanungen, Gewerbegebietsplanungen, viele weitere Teilgebiete, in denen neue Gewerbestandorte entstehen, bei gleichzeitiger Sicherung vorhandener Industrie- und Gewerbeflächen. Die Cargo City Süd am Frankfurter Flughafen, das Messekongresszentrum, Castor und Pollux, die Baumaßnahmen im Mertonviertel, ein Stadtteil, den wir nach Wilhelm Merton benannt haben, der Tower 2 der Helabar, der Neubau der Commerzbank zeigen mehr als alles andere, welches Vertrauen Investoren in die Zukunft dieser Stadt setzen. Und ich werde dafür Sorge tragen, dass dieses Vertrauen bestehen bleibt. Alle diese Maßnahmen sollen und werden dazu beitragen, Frankfurt als industriefreundliche Stadt gelten zu lassen. Und ich meine, dass die Wettbewerbs- und Innovationskraft unserer Industrie gepaart mit der Kreativität und der Zuversicht des verarbeitenden Gewerbes, Probleme lösen zu können, auf eine Stadt wie Frankfurt am Main treffen, deren Wirtschaftsfreundlichkeit nicht nur in Worten, sondern auch anhand, wie eben aufgezeigt, konkreter Taten spürbar und erlebbar ist. Und in diesem Sinne wünsche ich dem Unternehmen Logi, den Mitgliedern von Vorstand und Aufsichtsrat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
auch der Muttergesellschaft, Metallgesellschaft, dass das Jubiläumsunternehmen Lorgi mit dem Beginn der zweiten 100 Jahre wachsen und gedeihen möge und auf den Märkten dieser Welt weiter erfolgreich agieren wird. Für die kommenden Jahre wünsche ich Ihnen die notwendigen guten Rahmenbedingungen, die Sie brauchen, sowie Glück und anhaltenden Erfolg. Mögen die ersten 100 Jahre für Sie Vorbild für Erfolg und damit das Ziel des 200-jährigen Geburtstages sein. Herzlichen Glückwunsch. Oh ja. Frau Oberbürgermeisterin, ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Protokoll. Herr Eichel, Herr Mattes und Herr von Neukirch. Ich kam gerade aus Valencia, wo da eine große Tagung war, auch mit einer sehr netten Oberbürgermeisterin, die Alcaldesa, Su Excelencia la Alcaldesa. Und da habe ich gesagt, Excelencias et cetera. Und das hört sich sehr gut aus in Spanisch. Ich sage Spanisch, weil Sie haben mir sicher eingeladen, weil ich nichts über Lorgi weiß. Und kann deshalb nicht mit Autorität über Lorgi sprechen. Ich dachte, wenn sie mir eingeladen hat, dass Lorgi, ich wusste nicht, dass es Metallurgi war, ich dachte, es war vielleicht ein katalanischen Jungenname, so wie Sergi Bruguera, Lorgi Diaz oder so etwas. Und ich dachte, als ich herausgefunden habe, es hat mit Metall zu tun, hoffentlich hat dieser deutsche Lorgi nicht zu viel vorher mit General Motors zu tun gehabt. Ich muss auch etwas, ich lerne die ganze Zeit, ich bin hier und habe heute schon sehr viel gelernt und Sachen, die mir sehr interessieren. Mein Deutsch ist nicht sehr gut, manchmal muss ich in schlechtes Englisch weitergehen. Aber Sie werden mir verzeihen, wenn dies der Fall ist. Ich muss sagen, bevor ich weitergehe, ich bewundere auch dieses fabelhafte Orchester. Ich wusste, dass es kein philharmonisches Orchester war, weil da waren so viele Frauen. Deshalb ist es nicht nur musikalisch sehr begabt, aber auch hat mehr Geduld gezeigt, als je ein Orchester gezeigt hat in mein Experience. Sie sitzen hier ganz still, während die Lurgi reden. Manchmal macht einer, erlaubt sich aber auf ein stummen Instrument so zu gehen, um etwas von Grieg sich zu erinnern. Und die erste Violine ging auf einmal während des Gesprächs von Herrn Mattes in Rhythmus von, was Herr Mattes sagte. Und ich finde das zu bewundern. Es macht mich aber, Grieg macht mir ein bisschen nervös, weil ich bin der Erste, der in England den ganzen Peer Gynt gespielt hat auf Fernsehen. Und es war nicht aufgenommen, es war lebendig. 4,5 Stunden in eine schreckliche Übersetzung. Und gerade in diesem Augenblick, wo Sie gekommen sind,
hatte ich zu sagen, ich guckte über den Orchester, weil wir waren alle im selben Studio. Es war der Londoner Philharmoniker saß da und Tänzer von Sadler's Wells. Und ich sagte zu meiner Mutter, ich vergesse genau die Linien, aber so etwas wie, guck Mama, da über Solvigsfjord geht Dröbenkreuz und Kohlekrang und Güngle und der große Berg Frekkesaler. Alles in Altnorwegisch. Und als ich über den Orchester gucke, sagte der erste Geiger, der nicht eine hübsche Frau war, aber ein älterer Herr, hat mir so, dass alles gut geht. Also es war wirklich, und ich, letztes Jahr war ich in Bergen für den 100. auch Geburtstag von Grieg. Ich glaube, er war gestorben. Ich glaube nicht, dass er geboren war. Ich weiß nicht. Aber in jedem Fall war es ein großer, melancholischer, norwegischer Fest. Und der König kam und die Königin. Und es war am Ende großer Jubel, Blumen für die Damen. Er hat ein Pianokonzerto gespielt, fabelhaft, ein junger Norweger. Und am Ende müssen wir alle wieder zurück, Hände halten, wir beugen wieder zurück. Ach, die wollen noch eine. Gut, gut, komm, komm. Und endlich in der Kulisse, wir können über etwas anderes sprechen. Und auf einmal ist da eine ungewöhnliche Stille vorne. Man hört nicht dem Publikum, die rausgeht. Die Lichter brannten alle und sie saßen da so still wie dieses Orchester, bewegten sich nicht. Und ich ging zurück und sagte zu einem Norweger, ich weiß nicht, aber sie sind noch immer da. Was? Ist unmöglich. Oh Gott, es ist wieder der König. Er weiß nicht, dass es vorbei ist. Und wenn endlich der König aufgestanden ist, hat er genauso viel Applaus wie hier, natürlich. Also, ich will nicht zu ernst sein, weil das wollen Sie auch nicht. Aber ich muss sagen, dass die Globalisierung interessiert mich sehr, weil es geschieht in diesem Augenblick. Es ist jetzt, finde ich, die innerliche Politik von Ländern haben sehr viel Interesse verloren, auch in Möglichkeiten verloren. Man sieht das, wenn die Wahlen kommen, sind dann immer Leute müssen gezwungen sein zu wählen, weil wirklich die Parteien sind sehr viel ähnlicher als ihr Titel. Sie haben nicht die Möglichkeit, anders zu politisieren. Nicht sehr viel Möglichkeit, nicht sehr viel Ellenbogenplatz, wie die Engländer sagen. Und deshalb, was diese Sachen verloren haben in internen Politik, hat die Welt und Weltorganisationen gewonnen. Und die Innerpolitiker gingen alle jetzt heutzutage zu diesen Tagungen wie Davos. Wenn die Engländer nicht zugeben wollen, dass Brüssel die Hauptstadt von Europa ist, ist für eine Woche Davos die Hauptstadt der Welt. Und sie sind intelligent genug, auch Gewerkschaften einzuladen. Weil dies ist ein großes Problem, dieser Übergang von einer anderen Sicht, auch von Innerlichen zum Äußerlichen. Und ich muss sagen, man ist so an Fernsehen gewohnt, dass als ich hier angekommen bin, habe ich eine kleine Demonstration gesehen und ich dachte mir, ach, noch mehr Leute wollen Milosevic los. Jetzt habe ich alles verstanden, natürlich, weil ich habe zugehört und ich kenne die Probleme. Und aber diese Globalisierung ist eine sehr interessante Sache, weil sie intrigiert allerlei Leuten. Und ich weiß, dass hier mehrere Länder, nicht nur Länder im deutschen Sinn, aber Länder im internationalen Sinn repräsentiert sind. Ich habe mein kleines Buch im Dunkeln angeguckt. Es ist sehr schwer, dies zu lesen. Ich habe es bekommen gerade vor, wir anfangen. Und im Dunkeln ist es ein bisschen wie, sich etwas zu essen auszusuchen in ein modernes Restaurant. Man sieht absolut nichts.
Also ich weiß nicht alles, aber ich habe die von Anfang an die Erfindung von Lurgi im Dunkeln gesehen. Und es ist sehr beeindruckend, ich muss sagen. Ich wollte nur zum Orchester sagen, meine Unterrede ist nur so ein bisschen über 2 Stunden. Also ich gehe so schnell wie möglich. Ne? Aber wenn Sie die gute Idee haben, mir wieder einzuladen für den 125. Jubiläum, dann werde ich 100 Jahre alt und da werde ich dieselbe Unterrede halten, aber es wird viel länger dauern. Sie werden auch ein bisschen älter sein. Aber ich sehe, dass Sie auch jetzt in Beijing, ich habe mir gedacht, was würde die Leute interessieren? Und ich habe eine wahre Geschichte, das in China handelt, auch mit Metall zu tun, komischerweise. Also da werden Sie sich ganz zu Hause fühlen. Vor 20, 30 Jahren war da ein Angestellter von den Chinesen, vor die chinesische Regierung in den Vereinten Nationen kam, die hatten einen Beobachter in UNICEF in New York. Ein älterer chinesischer Herr, sehr, sehr nett, aber er hat nie den Mund geöffnet, weil er nur da zum Beobachten war. Also hat er alles beobachtet und dann, was er beobachtet getan hat, weiß ich nicht. Aber nur einmal, wenn ein hoher UNICEF jemand ging zu Hause, er hat Ruhestand und da war wie immer ein Party mit und der chinesische Herr den Getränk, das er nicht gewöhnt war, hat ihm ein bisschen gelockert und auf mal zu allgemeinem Erstaunen fang er an zu sprechen. Und er sagte, wissen Sie, in den alten Zeiten, da unter Chiang Kai-shek, in der Zeit von der Kuomintang, haben wir in China sehr viele amerikanische Wagen importiert und sie haben sich gut verkauft. Die Ford hat sich sehr gut verkauft. Ja, und alle anderen, Studegger und Nash und Hudson, haben sich sehr gut verkauft. Cadillac, auch für hohe Beamte, sehr gut verkauft. Einziger, der nicht gut verkauft, war Chevrolet. Chevrolet hat sich sehr schlecht verkauft. Und da haben die Amerikaner gesagt, warum? Das ist doch der Wagen, der am meisten verkauft in China, in Amerika. Warum nicht in China? Da haben sie denn das alles geändert. Die Reifen, die Kühler, alles geändert, der Motor geändert. Chevrolet hat sich noch immer nicht gut verkauft. Sie sollten nicht wissen, dass in Mandarin Chevrolet heißt, dies kann man nicht reparieren. Ich habe das immer ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Und jetzt ist da ein junger Chinese im UNICEF-Gebäude in New York, energisch, von einer neuen Generation. Und ich habe ihn einmal gefragt, nicht so lange her, oh, sagen Sie mir, wie sagt man in Chinesisch, dies kann man nicht reparieren? Dies kann man nicht reparieren. Oh. Nein, das kann man nicht in Chinesisch sagen. Das nächste würde Chevrolet sein. Und Verständnis ist sehr, sehr wichtig, natürlich auch sicher in Ihrer Arbeit in alle diese verschiedenen Länder. Man muss die Lokalinteresse sich darin interessieren und nichts sagen, dass falsch klingt oder den falschen Eindruck geben kann.
Und es ist noch immer mit China zu tun, aber ich erinnere mich, der englische Botschafter in Tunesien ging gerade weg. Er war der Doyen, der Älteste von der diplomatischen Korps. Und es war seine Pflicht, den neuen chinesischen Botschafter zu empfangen, als er China wieder einmal in die Vereinten Nationen trug und so. Und er ging da in seiner Uniform in die Hitze von einem tunesischen Sommer. Und die Tür war geöffnet vom Botschafter selbst, weil er allein war. Er kam nur mit seinem Übersetzer. Und der Botschafter war ein ganz großer Chinese, von dem ganz nördlichen Teil bei der mongolischen Grenze. Und der Übersetzer, der mit ihm gekommen ist, war ganz klein und dünn und von der vietnamesischen Grenze. Und es brauchte nicht jemand mit mehr als der englische Botschafter, zu verstehen, dass der chinesische Botschafter und sein Übersetzer Schwierigkeiten hat, sich gegeneinander zu verstehen. Weil als er ankam, sagte der chinesische Botschafter zu dem Übersetzer etwas wie Das irritierte der Botschafter. Endlich ging es nicht weiter. Der Botschafter zog den Übersetzer hinter ein Paravent, machte einen schnellen Aquarell von einer Teetasse. Und der Übersetzer ging, um Tee zu machen. Während dieser Pause, die englische Botschafter und der chinesische hatten sich wirklich nichts zu sagen, aber sie lächelten nur in ihrem Nationalstil. Als sie, der englische... Und der Chinese, endlich kam der Tee und jetzt können die Diskussionen ein bisschen vertiefert sein. Und da sagte der englische Botschafter zum chinesischen Übersetzer, wollen Sie seine Exzellenz mitteilen, mein großes Vergnügen, ihm hier willkommen zu heißen in Tunesien. Und weiter die Überzeugung ausdrücken, dass die Diskussionen, dass wir in die Zukunft haben werden, werden nur noch besser unsere schon hervorragende Beziehungen und Der Botschafter überlegte sich und endlich sagte, und der Übersetzer sagt zum englischen Botschafter, wie wär's mit Freitag? Also man ist immer überstaunt von kleinen Sachen. Und als ich älter wäre, bin ich noch immer mehr erstaunt, als ich vorher war. Ich war im Vatikan und habe einen Erzbischof eingeladen, der Amerikaner war und der sich mit Public Relations handelte. Das ist natürlich. Und es hieß nicht, auf der Karte hieß es gewiss nicht Public Relations, es war Vescovo in Laterano, Gesù Maria, Superba, etwas so. Und das war Public Relations.
Das ist das System da. Der Kardinal Ratzinger hat auch so einen Titel. Und ich habe ihn eingeladen, sehr netter Herr, mit einem schottischen Bischof. Und in ein Restaurant, wir aßen da, und auf einmal hatte der schottische Bischof, er war wirklich begabt, alle Unterhaltung fertig zu machen. So wie mit einem Torpedo. Er sagte, und das muss ich in Englisch sagen leider, aber Sie werden es verstehen, well, mit einem schottischen Akzent, well, I still think the church has been far too indulgent in the matter of Galileo. Das war vor 2 Jahren. Also hier sprechen wir über Globalisierung. Manchmal bewegt es sich nicht sehr schnell. Was auch mit Vorurteile gibt, die sind immer sehr subtile Sachen, was man im Restaurant hört. Ich arbeite diesen Sommer in Chichester in England, Festspiele, und ich habe mein Stück über Beethoven gespielt. Ich ging zu einem französischen Restaurant da, das heißt Comme ça, mit einem französischen Oberkellner und einem französischen Chef, alles sehr französisch. Und ich, 12.30 Uhr, ich musste schnell essen, dann habe ich eine Probe gehabt. Und da kamen zwei ältere Engländer mit Blazers, mit Goldknöpfe und hier etwas sehr Kompliziertes. Und 2 Frauen. Und wie öfters, elterliche Leute sprechen sehr laut. Sie glauben, sie sind allein und sie sind im jeden Fall ein bisschen taub. Und da sagte der Mann, auf einem, das muss auch in Englisch sein, yes, in our local restaurant, we have a new maitre d', French. I suppose he's very good, but he has this unfortunate habit of kissing the women's hands. Und da sagte eine Frau, oh, how frightful! Und er sagte, yes, I think it's very un-English behavior. But of course, I suppose we are more laid back than they are. Ich habe nicht mehr zugehört, ich habe gegessen schnell. Am Ende habe ich den Kellner gesagt, l'addition, s'il vous plaît. Oui, monsieur, je peux vous servir quelque chose d'autre avant que je cherche l'addition? Non, merci, je suis... Oh là là, je suis assez pressé, je dois travailler. Très bien, monsieur. Und er ist weggegangen, hat das geholt, ich habe es unterschrieben. Und auf einmal sehe ich, als ich wegging, der alte Herr, der guckt mir so an und sagt, that's Ustinov, isn't it? Well, why is he talking French? Es war so wie eine Inspiration für John Major, solche. Und auch in Deutschland hier, bei Böttner in München, ein sehr alter, sehr vornehmer Herr mit einem Stock und 1 oder 2 Schmisse. Ein Militärtyp sicher. Und eine viel jüngere Frau, die wahrscheinlich seine Enkeltochter, die in Tränen war. Und sie waren zu weit weg, ich habe es nicht wirklich gehört, aber sie hat gesagt, und dann kam er zurück, nein, Mist. Und was habe ich gemacht? Gesagt? Nein. Ja, und der war so ein bisschen, hat mir nur tief gefallen. Wow. Und dann kam endlich, kamen und und er sagte, ja, dazu kann ich nur eines sagen. Cherchez la femme. Also ich glaube, man muss empfindlich sein zu allerlei Tendenzen.
aber solche Sachen hört man. Und das ist auch, wenn man ein bisschen Schriftsteller ist, von solchen kleinen Sachen bauen sich andere viel, nicht wichtige, aber viele der lukrativen Sachen. Und jetzt bin ich stecken geblieben. Der Herr Eichel hat mir gefragt, worüber ich sprechen werde. Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung. Es war beinahe richtig, aber wenn man stecken bleibt, heißt es nur eine Sache, dass man etwas vorbereitet hat, das man vergessen hat. Und die anderen hatten alle Stück Papier, aber mir hat man hier in der Mitte rausgeschmissen, ohne Möglichkeiten. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Es ist viel besser so. Ich muss in meinem Alter jetzt sehr viel reden. Ich bin Kanzler von einer Universität in England und muss jedes Jahr im Sommer dahin gehen und 9000 Hände schütteln und auch reden. Ich habe 23 Reden in 2 Tagen gemacht. Und da kam ein Professor zu mir und sagte, hören Sie, wir verstehen die Schwierigkeiten. Denken Sie nicht an uns. Genau wie das Orchester. Wir müssen da sitzen, in jedem Fall. Also, Sie können ruhig dieselbe Rede halten, 23 Mal. Uns stört es nicht. Und ich musste antworten, wenn Sie glauben, dass ich in meinem Alter die letzte Rede erinnern kann, dann... Und die Beziehungen zwischen die Länder, die Europa machen werden, man kann es jetzt nicht vermeiden und soll es auch nicht. Es ist eine Tendenz und auch man spricht nicht mehr über Kriege in Europa. Das ist wirklich vorbei. Aber was sehr interessant ist, wie diese Elemente von Vorurteile bleiben. Kinder sind ohne Vorurteile geboren. Es ist merkwürdig, dass wenn sie ganz klein sind, haben die Kleinen keine Gefühle. Das kommt mit Sachen, die sehr notwendig sind. Das kommt mit der Familie und auch mit der Schule. Und es muss sein wie ein, was in ein großer Wein bleibt da immer etwas unten. Mit den Jahren geht's weiter. Und die sind zusammen, das ist ein Antibody, das wahrscheinlich mit den anderen geht. Aber Vorurteile sind hässliche Dinge, die muss man loswerden. Also ich erinnere mich noch, als eine von meinen Töchtern jung war, kam sie immer zu Hause mit afrikanischen Herren. Und das war, um mich zu schockieren. Und ich erinnere mich, ich habe ihr gesagt, guck mal, wenn du in einen Afrikaner verliebt bist, wenn du ihm heiraten willst, wenn du ein Kind von ihm haben willst, ist mir völlig egal. Ich habe keine Vorurteile, aber im gewissen Sinn hat man doch Vorurteile. Wenn du zurückkommst mit dem Sohn von einem Apartheid-Politiker, dann werde ich sagen, nein. Du darfst nicht so weitergehen. Also Vorurteile sind immer da, aber sie ändern sich die ganze Zeit. Und wenn man sie endlich los wird, ist das viel besser. Ich sage zu meinen Universitätsleuten, man spricht die ganze Zeit noch immer in England von deutschem Militarismus. Man versteht nicht, dass Deutschland sich vollkommen geändert hat seit dem Ende vom letzten Weltkrieg. Wenn dann noch kleine Explosionen hier und da sind, ich war auf ein Forum auf dem Fernsehen mit Herrn Brauner, der Filmproduzent, der sehr melancholisch war, weil in diesem Augenblick gab es Skinheads und Anti-Ausländer, die ein Haus gebrannt haben. Und er sagte, ich habe das Gefühl, 1933 kommt wieder. Ich habe gesagt, das ist ein Unsinn. Ich war hier in 1933. Ich habe den Reichstag brennend gesehen.
Die große Änderung ist, dass dann wollten Tausende von Leuten von Deutschland raus und heute wollen Hunderte von dort nach Deutschland rein. Und das macht die ganze Unterschied. Warum? Wenn man von deutschem Militarismus heute spricht, dann muss man wissen, dass wenn der Feldwebel zu laut brüllt, kann immer ein langjähriger Soldat, das lasse ich mir nicht gefallen. Und da ist eine, ich glaube, noch eine Gewerkschaft sogar, das innerhalb der Armee. Und sie weigern sich, nach ein Ausland zu gehen, um Friedens you know what I'm saying. Aber England ist genauso militaristisch. Nur der große Unterschied war, in der Vergangenheit, wenn Deutschland militaristisch war, war das Ende immer ein Krieg. In England ist es immer eine Parade. Und das bemerkt niemand. Ja? Man kann so sagen, dass die Engländer sehr irritiert sind manchmal, weil sie müssen eine Parade unterbrechen, weil Krieg ausgebrochen hat. Und diese Begabung wirklich, sich selbst this talent to cheat yourself, ist etwas sehr Merkwürdiges, dass Leute sich nicht, sie sehen nicht, was... Da war eine große Tagung in England, die 50. Anniversary, noch wieder ein Geburtstag, die 50. Geburtstag vom Vereinten Nationen. In Westminster Hall, ein fabelhafter mittelalterliches Gebäude, da war die Königin, da war John Major, da war Perez de Cuellar und es war eine sehr große Sache über den Frieden. Alle sprachen über den Frieden. John Major mit erstaunlicher Originalität sprach über den Frieden. Ich habe ihn persönlich sehr gern, aber ich habe in meine Zeitung geschrieben, nach dem Kongress in Kopenhagen, that he was inconspicuous by his presence. Also er hat gesprochen über den Frieden. Dann hat Perez de Cuellar ein Gedicht von Kierkegaard gelesen. Sehr gut gelesen, aber sehr schwer zu verstehen. Wahrscheinlich, weil Peru und Dänemark nicht wirklich einen Konflikt in der Geschichte hatten. Sie sind zu klein und zu weit weg voneinander. Und dann war da eine Kantate über den Frieden, das gesungen war mit sehr schwierigen Worten. Und alles war im Frieden. Sogar die Königin, sie nahm ihren Gespräch von ihrer Handtasche raus und las es mit ihrer Brille. Und am Ende hat sie es zurück für die Archiven. Und jemand anders hat es geschrieben natürlich, aber sie hat gelesen am Ende. And I hope that the call to arms will never again be heard in this land. I mean, all back! Dann ging's los. Na, ich wollte zum Ende, ich glaube, ich hab sie satt gesprochen. Am Ende wollte ich nur natürlich, wie alle anderen Sprecher heute, den Lurgi ein sehr fröhliches 100. Geburtstag wünschen. Und zu sagen, dass sie haben sehr viel über Bayern und Schwäbisch Baden-Württemberg gesprochen heute. Baden-Württemberg, ich fühle mich ein bisschen baden-württembergisch, weil
ich war in Schwäbisch Gmünd getauft. Ich war nicht da geboren. Und ich war gezeugt in St. Petersburg. Deshalb kann ich wirklich als Europäer sprechen. Aber ich muss sagen, ich will auch eine friedliche Geste machen in Richtung Hessen. Sie wissen es vielleicht nicht, aber mein Großvater, mein Muttersvater war Architekt und er war der Architekt von der russischen Kapelle in Darmstadt. Und er ging zu Hause nach langer Unterhaltung mit dem damaligen Prinz von Hessen und kam zu Hause, meine Mutter war 8 Jahre alt in St. Petersburg. Er sah sehr müde aus, ihr Vater, und sie hat ihm gefragt, wie geht's mit deiner Kirche in Darmstadt? Und ihr Vater hat geantwortet, es ist nicht einfach. Der Prinz von Hessen, er hört nicht mit ein Ohr und versteht nicht mit den anderen. Also, das würde ich sagen, alles hat sich jetzt geändert. Liebe Frau. Frau Bürgermeisterin, heutzutage habe ich heute gelernt, Frankfurt hört und versteht alles. Sogar die Demonstranten draußen, dass mit so viel Gefühl geantwortet war von der Frau Oberbürgermeisterin. Also ich habe viel mehr gelernt, als ich heute gelehrt habe. Und das ist ganz natürlich. Wenn man nicht in meinem Alter mehr lernt jeden Tag als ein Student, kann man nicht wirklich weiterleben. Ich interessiere mich enorm, nicht nur in Frankfurt, in Lurgi, aber in alle Leute, die ich treffe. Und vielen Dank auch auf Sie, dass die so still gesessen haben. Nur wenn es energisch wurde, bewegte sich alles. Sie sind ein hervorragender Orchester und Sie ein ausgezeichnetes Publikum. Und Sie etc.
Meine Damen und Herren, die Internationalisierung schreitet voran. Dies gilt diesmal nicht nur für die industriellen Aktivitäten der Lurgi, sondern auch für unseren heutigen Festakt. Herr Neukirchen hat bereits auf die Anwesenheit vieler Gäste aus Europa, aus Übersee hingewiesen und natürlich aus Deutschland. Mit Ihnen, Sir Peter Ustinov, ist es uns gelungen, den Polyglotten-Weltstar zu gewinnen. Wir haben ja lange um sie geworben und Gott sei Dank hat es geklappt. Sie haben ja von Lernen gesprochen. Wir haben einiges gelernt. Wir sind übrigens auch ein lernendes Unternehmen, aber eins ist wichtig, für mich hat Schwäbisch Gmünd einen ganz neuen Stellenwert gewonnen. Vielen Dank für Ihre brillanten Worte und Ihren Vortrag. Meine Damen und Herren, wir haben Sie heute ein wenig mit der Welt der Lurgi vertraut gemacht. Was vor 100 Jahren in Frankfurt begann,
hat seine Fortsetzung in nahezu allen Regionen unserer Erde gefunden. Auch wenn sich in diesem Jahrhundert die Logiwelt immer wieder verändert hat, dann ist doch eins geblieben, die Treue zu dem Geburtsort Frankfurt. Sie, Herr Ministerpräsident, und Sie, verehrte Frau Oberbürgermeisterin, haben darauf hingewiesen, und daran wird sich auch nichts ändern. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Worte, vor allen Dingen beide für die bewegenden Glückwünsche, die Sie ausgesprochen haben, und wir werden es unseren Mitarbeitern weitergeben. Ihnen allen, meine Damen und Herren, danke ich noch einmal sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihre Bereitschaft, mit uns gemeinsam unseren Geburtstag zu feiern. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch noch bei dem anschließenden Buffet selbstverständlich unsere Gäste sind. Vielen Dank.